Hallo und herzlich willkommen, liebe YouTubers und YouTuberinnen und Zuschauer und Zuschauerinnen. Da ist wieder mal euer guter Schranzlein von SSOC Gaming und Let's Plays. Und ja, ich heiße heute wieder recht herzlich willkommen zu einem weiteren Video von mir. Heute, wie man schon unschwer erkennen kann, sind wir wieder im World of Warcraft Legion und das wird mal ein kürzer, spezielleres Video. Da erkläre ich euch in kurzen Schritt so, was ist zu machen, wenn man erstmal Level 110 ist. Ja, und wie ihr seht, ich habe da schon einiges gemacht in letzter Zeit. Schon ein paar Mal angelevelt, einen schon voll gelevelt und ja, ich würde sagen, wir switchen jetzt da gerade mal in die Welt. So, jetzt bin ich da natürlich schon am Fliegen. Ja, first of all ist natürlich das Wichtigste, dass man, wenn man mal 110 ist, sich anfängt, Gear zu besorgen für den späteren Endcontent. Ja, und jetzt für die Leute, die nicht wissen, wie das geht, gibt es verschiedene Varianten in Legion. Zum einen gibt es die Möglichkeit, Sachen über die Prüfe herzustellen. Kommt jetzt ganz auf die Klasse drauf an. Ich benutze jetzt Leder, dann ist von Vorteil, wenn man vielleicht Lederverarbeitung hat, dann kann man sich so selber Gear auch noch machen. Das Problem halt ist, dass die Ausrüstungsgegenstände nicht gerade so extrem hochwertig sind für den Endcontent. Möglichkeit Nummer 2 ist im Dungeon Browser einfach die normale Dungeons abzufarmen und so normales Gear bekommen. Die Möglichkeit ist dann natürlich auch, wenn man mal ein gewisses Item-Level erreicht hat, kann man anfangen, heroische Instanzen zu machen. Dann gibt es so gute Sachen, wie zum Beispiel das. Ja, dann gibt es natürlich noch mehr Optionen. Wenn ihr jetzt so einen sind, wo jetzt zum Beispiel nicht gerade so gern irgendwelche Inis-Gocke machen mit anderen Leuten, gibt ja auch so Leute, vielleicht PvPler oder so, gibt es natürlich da noch eine weitere Möglichkeit, und zwar folgende. Was natürlich neu ist für 110 bei Legion sind die World Quests. Was sind World Quests? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Das sind Quests, die auf der ganzen verheerten Insel verteilt sind. Und da gibt es sehr, 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 sehr viele davon, also mehr als 100 verschiedene Quests. Und in diesen Quests kommt man alles Mögliche über, also, naja, alles Mögliche ist ein bisschen übertrieben, aber, ja, entweder gibt es Ordensressourcen, es gibt Geld, oder es gibt Artefaktmachtgedöns, und ja, ich glaube, das ist auch schon gewesen. Bei diesen World Quests gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene Gegenstände, also, so wie ihr jetzt da gerade gesehen habt, gibt es da zum Beispiel ein Relikt für meine Chaos-Kleve, was ich unbedingt mal gescheit brauche. Und ja, da kann man natürlich auch noch sehr viel Gear abstauben und vor allem sogar noch recht hochwertiges. Also, ich glaube jetzt, dass da unten der Mana-Kristall-Splitter habe ich letztens über eine World Quest bekommen und ja, der hat etwa das gleiche Item-Level wie ein Gegenstand, den ich so eine heroische Inni abgestaubt habe. Also, ja, man muss nicht zwingend gerade in die HC-Innis. Wäre natürlich zu raten, aber man muss nicht. Was gibt es sonst noch zu beachten bei diesen World Quests? Ja, da unten haben wir drei so verschiedene Fenster, Symbol, Dingens. Und ja, wie man schon unschwer kann lesen, sind das noch so
Aufträge, wenn man jetzt die Aufträge abgeschlossen hat, zum Beispiel schließt 4 Weltquests von den Wächterinnen ab oder 4 Quests in Valshara, wenn ihr das gemacht habt, dann kommt ihr an einen gewissen Punkt, könnt ihr dann eine Quest abgeben und dann kommt ihr da die Belohnung über, so eine Truhe. Und dort innen wird es dann vermutlich auch Artefakt gemacht, Ressourcen für eure Ordenshalle und vielleicht sogar noch ein paar Gegenstände drin haben. Ja, das wäre mal so zu der Erklärung. Und wie jetzt das Ganze mit den Weltquests so abläuft, das zeige ich euch nach einem kurzen Cut. So, hallo und willkommen zurück. So, jetzt zeige ich euch noch ganz kurz, wie das so abläuft mit den Weltquests. Es ist eigentlich ganz einfach erklärt. Jetzt muss ich nur noch schnell küken, schön. Ach man. Tja, den halt. Also jetzt muss ich nur mit dir reden. Elun Ador. Ich habe mir doch gedacht, irgendetwas muss man da noch machen. Ich muss einen Jäger töten. Nice. Ah. Was haben wir denn da so für Fähigkeiten? Ah, was? Okay. Ha. Nice. Okay. Das scheint mir eigentlich eine recht einfache Quest zu sein. Warum schon? Zack! Und da wären wir auch schon fertig. Ganz einfach. Wenn man jetzt irgendwie eine Quest macht und da jetzt irgendeine Belohnung hat, eben wie jetzt da ein Artefakt macht oder was auch immer, wird einem die sofort in Inventarien gehauen, wenn man fertig mit dieser Quest ist. Ja. Was gibt es denn noch für Möglichkeiten? Jetzt hätten wir die normalen Dungeons, jetzt hätten wir die Heroisch Dungeons und die World Quests. Und sobald man dann mal ein gewisses Item-Level erreicht hat, für Damage-Dealer ist das so 835, kann man dann anfangen, mythische Instanzen machen. Das ist eigentlich genau das gleiche wie die heroischen, noch ein bisschen schwieriger. Und dann sind eigentlich schon ready für den End-Content, und zwar für die Raids, die ja diese Woche freigeschaltet worden sind. Ja, somit wären wir auch schon am Ende von dem kleinen How-to-Play Endcontent in Legion. Ich hoffe, euch hat es gefallen und es war informativ für euch gewesen. Wenn ja, dann lasst mir doch mal gerne ein Like da oder teilt das Ganze auch mal oder auch ein Abo. Besucht doch sonst auch mal meine Facebook-Seite, die wird unten in der Videobeschreibung natürlich noch verlinkt. In dem Sinn wünsche ich euch noch ein wunderschönes Tag und bedanke mich vielmals fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei, wenn es heisst Let's Play, Let's Test, Let's Review World of Warcraft Legion. Bis dann. Ciao.